Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Ja, falls ich möchte direkt einen Disclaimer machen. Keine Ahnung, ist das Disclaimer? Ich glaube das schon. So eine Vorankündigung. Wenn ich in dieser Folge anders klinge, liegt das daran, dass ich gerade Staub geputzt habe vor der Folge. Unter anderem auch mein Soundboard. Und ich glaube, ich bin da an einige Schalter gekommen, aus Versehen irgendwie so Sachen berührt, die ich hätte vielleicht nicht berühren sollen, und ein bisschen an meinem Gain und an meinem Mic rumgespult. Ja. Aber dafür sieht das jetzt wieder sauber aus. Genau wie mein Tisch, da war vorher so ein Fleck irgendwie auf dem Tisch, keine Ahnung. Ja, habe ich. Habe ich nicht. Ich hätte ihm was gegeben, wenn ich was im Inventar gehabt hätte. Naja, wir wollen auf jeden Fall erstmal dem Vers von diesem Typen. Jetzt habe ich meinen Zaun komplett ausgeschaltet. Jemriam, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich gerade keine Ahnung habe, worüber ich rede. Wirklich, ich weiß es nicht, tut mir leid. Viamo! Ja, finde ich auch. Wer ist hier? Nee, ich habe gerade keine Lust. Moment. Wer war hier nochmal der Händler? Sibyl Stendor, genau. Du hast doch Bücher bestimmt. Spelltome. Nee. Da sind doch bestimmt Sachen bei, die ich entweder nicht habe. Oder die meine Begleiter tragen können. Ich muss die doch einfach nur da reinlegen. War das nicht so? Zombie erwecken? Nee. Schutzgeist, So. Das war doch irgendwie so. Destruction spells less. Magicka regenerates faster. Expertenrobe der Beschwörung. Conjuration spells. Sie ist ja eigentlich keine Beschwörerin, ne? Andererseits, was habe ich denn jetzt gekauft für Sachen? Ich habe so Veränderungsdinger gekauft, ne? Hat er nicht. Ja. Jade. So, wie war das? Ruht euch eine Weile aus. So. I need to trade something with you. Ich glaube, so ging das. Und dann lege ich hier die Sachen jetzt rein, ne? Und dann lernt die jetzt.
Halten wir uns genau. Thema Magie. Lest dieses Buch. So, und jetzt? Okay. Und jetzt müssen wir anscheinend noch uns ein paar Mal unterhalten. So. Und so, jetzt dürfte sie nichts mehr haben, ne? Ja, jetzt hat sie keine Bücher mehr. Okay. Oh, was? Huch. Das wollte ich nicht mitnehmen. Ja. Halt deine Schnauze, ich will nicht mit dir reden. Aber muss ich auch gar nicht. Gut. Auf jeden Fall kann Jade jetzt ein paar Zauber mehr, das finde ich gut. Biamo. Finde ich auch. Sind wir bereit? Das hoffe ich auch. Wie war das denn jetzt? Heißt das, ich bin jetzt ein Bader? Okay, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich ja mal ehrlich zugeben. Wann hat er denn diese Rede gehalten? Und er spielt Binding of Isaac Rebirth. Binding of Isaac ist auch sowas, da könnte ich mal Let's Plays drüber machen. Es wären mehr Let's Fails als Let's Plays. Ich war da mal besser drin in dem Spiel, sogar fast. Aber mittlerweile, ne. Okay. Ja. Gerüchte. Gerüchte sind Gerüchte und Gerüche sind Gerüche. Also da darf man nichts reininterpretieren. Ich habe eure Flöte gefunden. Das klingt irgendwie anstößig. Ich bin Level Up. Nee. Tja. Ich habe eine neue Stufe. Ich muss mal Magiker machen. Jetzt nochmal gucken, was war bei 2 eigentlich jetzt the Top Plays? Backward Power Attack to Paralyze Target. Ach komm, machen wir mal. Ausnahmsweise, ich wollte das ja eigentlich in diese Kampftechnik, in diese Schmiedetechnik machen, aber. Also. Das ist vielleicht doch noch sinnvoller. Das ist vielleicht sinnvoll. Ich mache mal gerade kurz meine Gardinen runter. Dann meine Rollos, die sind leiser. Als die Gardinen mehr. Lange, weil Adelbertchen ist. Nö. Ja. So, er ist im Keller, okay. Ja, Johann, Aska.
Ja, das Fest ist gerettet. Okay. Na dann ist es schon Nachtdämmerung. Ach so, ist es noch nicht. Da könnte ich ja glatt mal die Zeit nutzen, um in der Stadt irgendwie ein bisschen, ja, die Zeit zu vertrödeln. Ich kann ja mit Leuten reden, auf dem Markt zum Beispiel. Mit den ganzen interesting NPC-Leuten. Die haben immer so viel zu erzählen. Halt auch interessante Sachen, klar. Aber auch viel. Dementsprechend viel Interessantes. Okay. Ich dachte schon, es wäre wieder irgendeiner, dessen Instrument ich gerettet habe. Ne, der Markt ist auf der anderen Seite der Stadt. Hi. Wer seid ihr? Greta. Ach nö. Wir wissen alle, was mit Greta ist. Das ist der wahrscheinlich die verbuggteste Person in ganz Skyrim einfach. Wer seid ihr? Ach, ist Edli. Ja. Ja. Whose store you meet? You're a bad sneak and your breath smells like a tall scotch. The man you describes bears resemblance to you. I see him. I let you know. You stupid drunk beggar. I ought to do the city a favor and kill you now. No. Well, the man you describe bears a resemblance to you. My apologies, my lord. I didn't realize. Yeah. Are you from around these parts? Yeah. Then what happened? But you're already wealthy, there's no need to start a business now. Interesting, I would like to invest in your business. I afraid the investors could be unsatisfied with your current state. To
bist einfach... Was ist mit dir? Better for me. Do you ever consider spending more money on food? What do you mean by that? Man nennt es einfach Alkoholiker, aber gut. Ist ja nicht so, dass ich Fälle kenne. Aber ja. Preach, my inappropriate friend, preach. Get a job, you're drunk and loud. What's the best thing to drink in solitude? What then devices an ale age? I prefer a town with a good beer made myself. You could try brewing your own liquor. Yeah, I prefer a town with a good beer made myself. Yeah. Weißt du, eigentlich darf ich das als meins gar nicht sagen, dass ich Bier über Wein präferiere. Es ist, weiß ich auch nicht, ob so ist. So geschmacklich eigentlich ja, aber so als Getränk trinke ich lieber, glaube ich, Wein. Ich weiß es nicht. What in the wine's name is an A-Lager? Oh my god, I want to go back in my earlier questions. Yeah, da denke ich mir das genauso. Well, what's your favorite thing to drink overall? So, how exactly healthy are you? Wealthy, natürlich. You could drink enough, but you'd have to be a vampire. 40 golds? I wouldn't pay more than 20 for the monstrosity.
Sure, that's a good deal, but only for because I like elves. 40 gold? Not even 40,000 would be enough. I think we might be undervaluing the blue petals in diamond. No. That's good. 40 gold? I wouldn't pay more than 20 gold for the monstrosity. Mach's gut. Wir haben die Zeit tatsächlich gut rumgeräumt. Ich fand, der war tatsächlich ein netter Kompane. Also da muss ich sagen, der gefiel mir. Der war nett, der war freundlich. Normalerweise sind die Penner ja hier sehr unfreundlich gestaltet, was ich realistisch finde oft. Weil, also ich finde tatsächlich echt selten bis nie Penner, beziehungsweise man, wie sagt man das in Nettdeutsch, political correct, Obdachlose ist ja nicht gleich Penner. Bettler. Auch nicht gleich Penner, aber ich glaube, es kommt dem näher als Obdachloser. Bettler. Es gibt so selten nette Bettler. Das ist einfach kein Vorteil. Das ist mein persönlicher Erfahrungshorizont, den ich halt habe. So, es ist Abend, Dion. Das Fest ist gerettet. Da müsst ihr doch auch mal schreiben, ne? Wenn ihr auf Bettler trefft, ne? Also habt ihr da gute, schlechte Erfahrungen? Ich habe da halt wirklich nur schlechte Erfahrungen mit. Und das ist auch so einer der Gründe. Ich gebe deswegen auch tatsächlich Bettlern so selten bis fast eigentlich nie gerne Geld, weil es entspricht zwar noch anderen Prinzipien nicht. Das zu erklären, würde jetzt den Rahmen der Folge überspringen, der jetzt eh schon wieder zu lang ist. Aber auch, ich möchte ja überzeugt sein, wenn ich jemandem Geld gebe. Und das geht nur, wenn er mir gegenüber freundlich war, finde ich. Ist ja das richtige Fest aufgebaut. Ja, ist ja ein großes Fest. Süßigkeiten, Cremetörtchen, Honig-Nussstäbchen, Spiced Wine, Fleisch. Did you say free meat pies? Fleischpastete. Fleischpastete, Leute. Alter, was ist denn hier los? Jo. Alter, mit diesem Flammenmod. Wie die sich knien, finde ich geil. Moment, warte. Dann bin ich jetzt ein Bade? Ach Gott.
Freude. Ja. Ach so, Aria, Panthea, Warlund. Oh! Moment, warte, ich muss dem Ganzen natürlich noch. So, sonst ist das gar nicht so richtig. Ach, ein schönes Fest. Achso. Was habe ich jetzt noch bekommen? Irgendwie so was anderes? Ich habe doch gerade irgendwas anderes noch bekommen, oder? Dachte ich. Anscheinend war das wohl nicht der Fall. About Draman, war das das? Nee. Irgendwas hatte ich, dachte ich, gerade bekommen. Vielleicht lese ich mir gerade nochmal alles durch, aber... Also guckst du kurz drüber, ne? Ja, wie viele Schlüssel. Ich will den Schlüsselbund gar nicht sehen. Ne, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das haben wir jetzt gelernt, nicht vorher. Naja, aber ich finde, nach diesem schönen Fest können wir sagen, wir machen Cut. Bis dann, ist die Folge, macht's gut und ciao!